Well, hello and welcome to a very special race here today. We have some marvelous machines down on the grid that in just a few moments will be accelerating up to some really high speeds indeed to compete for a prestigious Grand Prix victory. Formula One returns to the desert today on this exceptional 3.36 mile circuit. 15 corners provide plenty of overtaking opportunities, and two DRS zones will help with that as well. It could be a strategic race, this one, with Sakir notorious for eating up the rear tyres. Watch out for drivers managing their rubber at some points during the Grand Prix. I, for one, can't wait to get started. And there's another very excited little chap here beside me as well. It's our very own Anthony Davidson. Great to see you again today. Thanks for that, Crofty. And I'm really anxious to get underway here. We've got all the makings of a great race today. World champions in competitive cars, lots of drivers on form, and I suspect a few strategists on the pit wall looking to try something a bit different and maybe jump their cars up the order. You've done well to put it on pole, but we've still got work to do. Trying to cover the inside line off the start. Die Startaufstellung. Von Pole Position startet Fabian Jutrovic im Force India. Ein sehr überraschendes Ergebnis. Neben ihm Lewis Hamilton im Mercedes. Dahinter in der zweiten Reihe starten Nico Rosberg und Daniel Ricciardo. Hinter diesen beiden 5 und 6 die beiden Ferraris Kimi Räikkönen vor Sebastian Vettel. Dann haben wir Max Verstappen direkt neben mir selbst. Hinter mir startend CJ Matt nach einer 5-Platz-Grid-Strafe zusammen mit Valtteri Bottas. Fernando Alonso und Felipe Massa stehen direkt dahinter. Nico Hülkenberg startet von Platz 13, neben ihm Romain Grosjean. Dann dahinter haben wir Carlos Sainz zusammen mit Daniel Kwiat, die beiden Toro Rosso. Esteban Gutierrez und Kevin Magnussen direkt dahinter. Dann Pascal Wehrlein neben Marcus Ericsson. Und ganz hinten starten Rio Haryanto und Felipe Nasr. Ja, da sind wir auch schon am Starting Grid von Bahrain. Ja, ziemlich viel hat sich ereignet und ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz... Genau, also ich bin bereit. Ja, auch. Ja, ich auch. Okay, dann let's go. Geht wieder richtig ab in der Formationsrunde. Also geht es bei dem immer so extrem schnell, aber ich habe halt wieder Angst, dass er mich überholt, einfach so, oder rammt, weil in der Formationsrunde sind die Bots irgendwie eigenartig. Ja, nein. Der will doch nur spielen. Oh. Wieso schaltest du jetzt hinter mir? Du warst doch vor mir, dachte ich im Qualifying. Ja. Achso, wegen der Grid Penalty, sorry. Voll vergessen. Sei froh, ich hab dir einen Platz geschenkt. Ja, dann wirst du beim Start wahrscheinlich eh gleich wiederholen. Das weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ja, du startest auf Supersofts, ich auf Softs, das erwarte ich jetzt einfach. Wobei, okay, in Australien bist du ja auch mit dem besseren Reifen gestartet und warst hinter mir. Oh, kollegiales Husten.
Was ihr natürlich verpasst habt, ist, wie sich die beiden angegiftet haben während des Trainings hier in Bahrain. Das fand ich sehr unterhaltsam. Ich stehe eigentlich nicht auf sowas, aber... Ja, du bist halt einfach ein harmonischer Mensch, ich weiß schon. Immer. Ein voll, total ich. Weil, weißt du, was ich bin? Ein Mo-monischer. Oh. Ah, lol. Das tut weh, so flach ist der. Meine Güte, was machen die denn? Eine Kurve fahren. Ah, lol. Ich hasse mein Leben, Alter. Dolly Scheiße, eigentlich. Was war das? Fuck off, Alter, was ist das? Was ist denn passiert? Mir hat einer einen Reifen weggefahren. Ah, Hülsenberg hat mir einen Reifen weggefahren. Oh. Natürlich, ein Force India. Den muss ich erstmal die überweisen, warte kurz. Ja, langsam glaube ich, nimmt die Saison schon Gestalt an. Nachdem Verstappen und Ricciardo mich von der Strecke geschubst, nicht geschubst, aber halt relativ wenig Platz gelassen haben, sodass ich die Strecke kurzzeitig verlassen musste, dann fahre ich wieder auf die Strecke, ist keiner da. Dann ist Räikkönen auf einmal da, muss ich wieder ausweichen. Und auf einmal fährt Hülkenberg seinen Reifen weg. Ja, ja, vernünftiger Junge, muss ich sagen. Ja, für den ist nichts passiert, den armen Boy. Nein. Das ist gut. Ja, nicht, weil... Frontflügelschaden null, irgendwie gar nichts. Das ist gut. Ja, finde ich, weiß ich. Denke mir. Waren viele bei dem Team. Lol, mein Teamkollege ist letzter mit sehr, sehr viel Abstand. Ach, das ist ein richtiges Safety Car, ja, übertreib. Ja, übertreib. Alonso, was ist bei dir los? Wieso hast du Probleme? Hast du Probleme? Probleme unter Master da, was ist los mit dir, ey? Alter, der fährt und zuckt, als wäre er nicht ganz gesund. Er zuckt? Ja! Hast du einen epileptischen Anfall? Ich glaube schon. Zumindest seiner Lenkbewegung zu urteilen schon. Anstatt ein Safety Car sollte er eher einen Krankenwagen langfahren anstatt. Nee, was ich gerade sagen wollte, CJ, was natürlich sein kann, und ich glaube, dass das Problem war, ich bin in der ersten Kurve ziemlich tief eingetaucht. Mhm. Theoretisch, glaube ich, wären schon noch alle durchgekommen, aber Rosberg und Ricciardo haben sich da schon so krass gebattelt dann, wo Ricciardo sich an mir aufgehangen hat. Also seine Vorderreifen haben meine Hinterreifen mehr oder weniger blockiert von vorne, wenn du verstehst, wie ich meine. Haben sich verkeilt, das Wort habe ich gesucht. Bin Gott sei Dank losgekommen, aber da hat sich irgendjemand noch gedreht und ich glaube, dass das einfach das Problem war, dass halt dann alles total abgefuckt war. Es tut mir jetzt für dich leid, weil natürlich, ich weiß, dass Bahrain eine deiner favorisierten Strecken ist. Aber so haben wir jetzt zumindest noch so eine TV-Kamera, also die durchgehend auf unterschiedlichen Kamera Position und so weiter schön berichten kann. Will ich denn jetzt zuschauen? Ich habe keine Lust, irgendwem zuzuschauen. Dann nimm einfach den Leader. Also Fabian in dem Fall wahrscheinlich. Wird ja das Safety Car nehmen, geht aber nicht. Ich würde gerne mal das Safety Car fahren, aber wie viel der Runde des Safety Cars, ist das jetzt die erste oder die zweite? Das ist die erste jetzt. Also die erste, wo ich hinter ihm bin. Ah, okay. Die zweite, wo ich
oder steht, dass der Safety Car da ist? Wenn ich dem Spielalgorithmus folge, dann glaube ich, habe ich jetzt eine Todesstrategie. Möchtest du sie uns mitteilen? Nein. Dann bleib doch da! Und bald sie für dich, bis du tot bist. Und ja, das wirst du in deiner Küche. Ja. Wie oft? Ich seh schon, er macht sich nebenbei noch so ein Schweinsbraten. Ja, bitte. Boah, wie geil wäre mal wieder ein Schweinsbraten mit Semmelknödel. Ach du Scheiße. Alter. Toll, jetzt habe ich Hunger. Danke sehr. Immer wieder ja, gerne. Ist mir ein Vergnügen. Semmelknödel sind ja eine meiner Lieblingssachen. Ne? Die sind so geil, Junge. Wenn man die selber macht. Meine Oma, die kommt ja aus Niederbayern. Die wohnt draußen in Landshut da, die Ecke. Und wenn wir mal bei der sind, dann macht die immer Schweinebraten mit Semmelknödel. Und verdammt, das ist jedes Mal so gut. Das ist unglaublich. Also ich habe echt schon oft Schweinsbraten in meinem Leben gegessen mit Semmelknödel. Und echt schon fast überall. Aber bis jetzt hat ihren Schweinsbraten mit Semmelknödel niemand toppen können. Ich bin super traurig, wenn Restaurants das versuchen und das dann immer so schmeckt, als würde das da jemand synthetisch herstellen, ja. Als würden sie es schon mal gegessen haben. Junge, ich hasse dieses Spiel, Alter. Alter, die von alle, als hätten sie epileptische Anfälle. So beim Lenken, so zack. So, Alter. So. Oh, ich muss nach rechts. Nein, nach links. Nein, nach rechts. Können sie aber auch mal wieder reinfahren. Das sind immer drei Runden. Ich wette mit dir, dass es wieder drei Runden sind. War schon immer so im 2016er. Das ist immer, also bei mir, ich habe es nie erlebt, dass es weniger oder mehr als drei Runden gefahren ist, das Safety Car. Nie. Zumindest nicht bei Unfällen. Bei Regen war es was anderes, aber bei Unfällen nie. Ja, bei Regen war es noch einmal zum Grunde. Oh, ja, das war heftig. Singapur. Ist es nicht das ganze Rennen da durchgefahren? Nein, aber so ziemlich die Hälfte. Wir waren in der dritten, also nur noch zwei Runden und dann war das drin auch zu Ende. Das hätte auch was. Hätte auch gleich durchfahren können. Alonso, du hättest doch gleich in die Box fahren können. Vielleicht hat er eine bessere Strategie. Ich weiß, man weiß nie. Also, das ist halt immer das. Ja, hätte wenn da. Dann schalte ich halt nochmal durchs ganze Fahrerfeld. Oh, Fobby, nicht überholen. Geh mir nicht auf den Sack. Da hätte ich genau im richtigen Moment zugeschaut. Berlin ist Eriksen hinten drauf gefahren. Aber leider nur leicht. Immer. Genau. So. Weiß ja nicht, was mein Teamkollege da versucht, aber es hat mir jetzt nicht so ganz gefallen. Fuck.
Nee, der hat mir gerade den, du kommst an mir nicht vorbei, Stupser gegeben. Na, ist schon ein bisschen in der ersten Kurve. Schrecklich. Ja, ich schau mal dem Kampf hier gerade zu, das ist ein bisschen interessanter. Boah, warum leckt der? Oh. Oh. Oh, war aber knapp, du. Boah, der leckt dann direkt in meine Reifen hier, Alter. Oh. Dann macht der Mo noch schön die Tür zu. Ach, der Mo ist da, lol. Ja, jetzt hat er ihn überholt. Hab ich überhaupt nicht bemerkt. Ja, kannst mal sehen. Das Geschwür kommt schleichend und niemand entdeckt es. Ja, viel Spaß bei Werlein vorbeizukommen. 6 Seconds. Ja. War jetzt nicht spaßig, aber war ganz okay. Ja, für das, dass Werlein jemand ist, der nie Leute vorbeilässt. Oder zumindest nicht so freiwillig. Naja, wer lässt das schon, ne? Warum krieg ich kein DRS? Was ist da los? Weil erst drei Runden nach Safety Car wieder DRS gibt, ähnlich wie beim Rennstart. Achso. Boah, wow, Ericsson! Alter! Ich scheiß mir ins Gesicht, was war das denn? Move des Todes, Alter! Eieieiei. Ja. Ey, das haben der und Werlein Plätze getauscht oder Körper oder sowas? Seele! Seele, ja, dann glaube ich auch. What the fuck are you doing? Oh mein fucking Gott, Alter, ich kicke. Ja, das sind die Schockmomente, weißt? DRS has been enabled. Okay. Deins beeft sich mit Kviat. Kviat los! Nein, Kviat verliert seinen Platz. Obwohl, oh, er kämpft, aber... Am besten... Sieh schon, wird der Tentator. Oh, und jetzt kommt auch noch Fupp zu dem Dreikampf dazu und holt sich einfach mal den ersten Platz der drei. Ah, nette Scheiße. So, jetzt oh, und die verbiefen sich immer noch. Das ist jetzt die Chance, auch noch für Mo da vorbeizukommen. Ja, oder, oder fast Nachteil. Abgeschossen zu werden. Was denn jetzt, Alter? Das hat sich angehört, als würdest du kurz zum Walkie-Talkie gewechselt. Mo gegen Sainz. Der nächste auf Hobbys Liste wird dann wahrscheinlich Grosjean sein. Ja, ich habe aber gerade verkackt, der ist jetzt ein bisschen weiter. Der Grosch. Der Großhans. Ist immer lustig. Wenn der eine eine KI überholt, überholt der andere sie in zwei Kurven später auch und dann darf ich wieder zwei weiterschalten. Kann den nächsten Kampf zeigen. Er blüht in seiner Rolle richtig auf. Mhm. Und Fupp schießt vorbei wie eine Rakete. Er meldet sich auf dem ersten. Lohn. Der war wahrscheinlich in der Box. Kann sein! Hülkenberg ist auf Platz 1! Schon mal lange. Oh. Jawohl, ist Hülkenberg nicht in meinem Team? Ja. Ja. Ja, dann kann er von mir aus auf den ersten. Ja, dann ist das kein Ding.
Soll ich mir vielleicht mal merken, wenigstens der in meinem Team ist. Ja, wenigstens seinen Teamkollegen solltest du kennen. Du doch noch DRS für Grosjean. Naja, klar. Aber ich habe halt keinen Windschatten mehr bekommen. Das ist jetzt ein sehr großes Problem, weil damit hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen an Verbrand ziehen können. Aber da ich das halt, ja gut, ja, ohnehin halt das deutlich schnellere Auto. Das ist halt. Ich habe aber Mediums und du hast auch Mediums und jetzt zerstören wir die Erde. Oder auf jeden Fall die Strecke. Zerstören wir die Erde. Ja, aber die. Und hat trotzdem nichts dran, dass mein Auto ein Tier 3 ist und deins ein Tier 2. Wohlgemerkt, deins das Beste von Tier 2. Du hättest ja auch ein Tier 2 nehmen können. Hätte, ja, aber... Hätte, Fahrradkette. Gute doch was Schönes aus. Deins auf 3. Wissenschaft ist auf 3. Hamilton und Rosberg sind schon wieder auf 5 und 6. Na dann. Hampelmann ist in der Zwickmühle, vor ihm ist Gutierrez, der ihn auffällt, und hinter ihm ist gleich Rosberg. Rosenberg. Was? Rosenberg? Oder die Rose im Berg. Da zieht Rosi an Hampelmann vorbei. Am Ampelmann? Oder auch nicht? Ja. Ampelmann. Ampelmann. So, das ist so der einzigste Wagen, der so eine Ampel hinten dran hat. Oh, die zwei kollidieren. Du darfst aber nicht vorbei. Aber nur ganz leicht. Ganz, ganz leicht nur. Ich sehe schon, der CJ. CJ will Kommentator werden, nicht ein Fahrer. Wäre auch mal nicht schlecht. Muss ich mich wenigstens nicht drüber aufregen, wenn ich rausfliege. Oder wenn du an dem allmächtigen Verfahren nicht vorbeikommst. Ich sag immer noch, dass es Glück für dich war, dass ich nicht vorbeigekommen bin. Ja, ja, Glück. Wenn du das so nennen möchtest. Um Glück für dich, dass ich zu schlecht war, um an dir vorbeizukommen. Beziehungsweise... Pech möchte für nicht dich, sagen dass zu gut schlecht, war. Sondern zu... Ja, wie sagt ja, doch, du warst zu schlecht, hast schon recht gehabt. Nee. War zu übermotiviert. So würde ich das jetzt mal nennen. Du es auch immer nennen möchtest. Hat leider nicht gereicht. Man merkt genau, dass Fupp jetzt irgendwas an seinem Benzinmodus geändert hat. Ja, auf einmal zieht er weg. Ja, ja. Weil vorhin habe ich wirklich pro Runde ungefähr ein Zehntel gut gemacht. Und jetzt seit Runde 10 zieht er weg. Naja, dann schaue ich halt mal den Zweikampf zwischen Rosi und dem Ampelmann zu. Hm.
Bleib leise, Mann. Ich sterb gerne laut. Nee. Auf Rosbergs Lenkrad steht, dass er einen Boxenstopp machen soll. Ja, dann sollte es vielleicht machen. Ja. Ich ja wahrscheinlich nicht umsonst da. In Runde 11 und 14 macht ja auch vollen Sinn, noch einen Boxenstopp reinzuhämmern, aber dann macht dieser mal. Okay, er will aber nicht. Will an Hamilton vorbei. Ich glaube, der wollte aber jetzt nur die schnellste Runde fahren. Wenigstens das Erlebnis wollte er mir noch klauen. Wenigstens ein Rennhighlight. Naja, ich meine, Hamilton ist ja schon mal gut vorbeigekommen. Dein Wagen ist so voll im Arsch, aber irgendwas ist abgegangen, dass er jetzt viel schneller ist. Dem ist ein dritter Turbo angewachsen. Angewachsen. 200 Pferdestärken sind da mehr drauf gefuchert. Ja, scheint so, als ob Fupp das Rennen gewinnen wird. Kleine Zwischeninfo für Fupp, Hülkenberg ist auf Platz 11. Soll er zwei Plätze mehr machen? Und dann kommt Massa. Zwei Plätze besser und dann macht er wenigstens Punkte. Ein Platz würde schon reichen. Zwei. Naja, an Grosjean ist er ja schon mal so nah dran, dass er DRS bekommt, regelmäßig, aber... Da soll er jetzt gefälligst überholen! Naja, so nah ist er dann doch wieder nicht dran. Aber jetzt muss er dann aufpassen, sonst überholt ihn Bottas noch. Letzte Runde! Also wenn jetzt nicht noch irgendein Wunder passiert, dann kann McLaren dieses Rennen mal komplett in die Tonne treten. Weil Alonso kommt auch über den 17. Platz nicht hinaus. Mann, Harry Anton ist doch langsamer, fahr doch einfach an ihm vorbei. Der haarige Anton. Ja, der. Harry Anton. Ey, der fährt noch mehr Zickzack, wie ich das immer gemacht habe.
Mann, das ist doch nicht so schwer, an dem vorbeizukommen. Oh! Letzte Runde, schnellste Runde. Richtig, ja. Ja, erster und zweiter Platz für zwei Spieler. Da hat sich jetzt immer endlich was getan. Und der letzte Platz auch für den Spieler, also die besondersten Plätze. Ja gut, wir werden uns intern natürlich über das Rennen im Nachhinein unterhalten und Fragen zu dem Rennen wird es dann im Pre-Race-Interview von der nächsten Strecke geben. Und zwar in China. Bis dann, meine Freunde, wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, was auch immer. Und immer schön flauschig bleiben.